Ja, hinter mir das Paracelsus-Bad, 1960 geöffnet. Eines der ganz wenigen Schwimmbäder, die wir im riesigen Bezirk Reinickendorf haben. Und als 2019 das geschlossen wurde, haben viele, viele gejammert, weil die Vereine hatten keine Fläche mehr. Die DLRG konnte keine Schwimmlehrer mehr ausbilden. Und alle freuen sich jetzt drauf, dass es im nächsten Jahr eröffnet wird. Und da kommt die Nachricht, dass wir jedoch eine modulare Unterkunft für Flüchtlinge bekommen. Das heißt, die Frauen und Mädchen, die hier im Sommer leicht bekleidet im Bikini herkommen, die haben natürlich Angst, dass Menschen ihnen gegenüberstehen, die das ausnutzen können und übergriffig werden können. Noch ein Bad neben das Bad und oben drüber noch ein paar Geschosse für Flüchtlingsunterkünfte. Wo gibt es denn sowas? Zumindest müsste die Öffentlichkeit darüber informiert werden, was hier im Gange ist. Denn das Projekt, was hier ist, entwickelt sich so langsam zum Großskandal. Ja, wir sehen hier den Parkplatz. In der letzten Legislaturperiode wurde überprüft, ob hier ein Gebäude hingebaut werden kann. Da gab es schon die Pläne, einen Muff am Paracelsusbad zu errichten. Und die Denkmalschutzbehörde kam zu dem Ergebnis, dass das nicht geht, weil die Sichtachse zum Paracelsusbad gestört wird. Und offensichtlich ist es so, dass jetzt man zum anderen Ergebnis gekommen ist und gesagt hat, hier kann durchaus etwas hingebaut werden. Und es gibt sogar Pläne, dass man sagt, wir könnten ja unten ein Schwimmbad hinbauen als Erweiterungsbau und oben zusätzlich dann einen Muff draufsetzen. Ich muss sagen, dass ich als zuständiger Wahlkreisabgeordneter für Reinickendorf das eine Unverschämtheit finde. Wir hatten in der letzten Legislatur es geschafft, auch gemeinsam mit der Bürgerinitiative, diesen Standort quasi für einen Muff zu negieren. Und jetzt in der neuen Legislatur gibt es auf Antrag der FDP einen neuen Versuch, hier ein Asylbewerberheim hinzusetzen. Wir haben massive Probleme in Reinickendorf Ost. Verwerfungen, erhöhte Kriminalität, soziale Schwächung des gesamten Raumes, Vermüllung. Das wird nicht besser werden, wenn wir jetzt hier an diese Stelle ein Asylbewerberheim hinbauen. Mal davon abgesehen, dass die Kombination aus Freibad und Asylbewerberheim mit den zu erwartenden Problemen absolut inakzeptabel ist. Hier ist eine Mitteilung des Bezirksamtes zur Pressestelle vom November 2019. Und da steht eindeutig drin, dass der Senat das Projekt verworfen hat. Und zwar aus denkmalrechtlichen Gründen. Stehen ja nur noch viele Bäume auf dem Parkplatz. Was soll mit den Bäumen passieren? Dann können Sie sich vorstellen, hier muss alles weg. Wir haben mal durchgezählt, das sind über 130 Bäume. Also aus Umweltschutzaspekten wäre es natürlich auch nicht gut. Wo bleiben denn die Grünen, die sonst immer die große Klappe haben? Das ist eine grüne Oase inmitten der Stadt, das ist Erholungsgebiet seit Jahrzehnten. Man sollte den Kienhorstpark hier mit den Mitteln, die hier geplant sind, mal erneuern. Hier sind seltene Baumgruppen drin. Das ist wirklich ein Gartendenkmal aus 1932. Es ist sicherlich interessant für alleinstehende Frauen, hier abends schwimmen zu gehen und sich dann durch die Menschentraube nach Hause zu bewegen. Das wird sicherlich sehr spannend werden. Reinickendorf ist bereits hoch belastet. Wir haben hier die zwei großen Ankunftszentren. Wir haben einmal auf dem KBON-Gelände das Ankunftszentrum und zusätzlich jetzt noch eins in Tegel, am Flughafen Tegel-Gelände. Das heißt, wir haben schon eine enorme Belastung in diesem Bereich und gerade auch hier in Reinickendorf-Ost haben wir ohnehin eine sehr hohe Belastung. Das heißt, hier ist der falsche Ort, um sowas zu bauen. Wie finden das die Bürger, die hier wohnen, die Anwohner? Wir fühlen uns alle verarscht, wenn die Politik solche amtlichen Aussagen macht, auf die man dann nicht mehr zählen kann, die dann verworfen werden. Wem soll man noch glauben? Die Politik macht sich selbst unglaubwürdig. Fällt Ihnen eine Partei ein, die man dann noch wählen kann? Na sicherlich, die Partei, die heute hier ist, ist die AfD. Die Bürger finden es eine Unverschämtheit, dass hier an diesem Standort ein erneuter Versuch gemacht werden soll, ein Asylbewerberheim zu bauen. Statt immer mehr Asylbewerberheime aufzubauen, sind wir dafür, die Leute abzuschieben. Wir brauchen keine Asylbewerberheime, wir brauchen Wohnungen für Berliner. Wir werden deswegen als Fraktion alles dafür tun, dass an diesem Standort kein neues Asylbewerberheim gebaut wird.